Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, entschuldigt bitte, wenn meine Stimme ein bisschen rau klingt. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass es mir immer noch nicht so gut geht, aber auch dem Umstand, dass wir sehr, sehr früh am Morgen haben. Oh, thanks for being my friend date to Angus and Francis's wedding. Now Sebastian won't rag on me for being single. Or maybe that's just wishful thinking. He is my little sib. Oh no. I didn't think about what to wear. Should I change? The ceremony is in the woods, so I think they're keeping it pretty casual. Besides, you could wear a potato sack and still look good. Hey, you too. Let's go. Ja, wir hören jetzt leider keine Musik, ne, aus lizenzrechtlichen Gründen, das kennen wir ja schon. Aber es sieht trotzdem sehr festlich aus, finde ich. Auch wenn er es offenbar nicht geschafft hat, Socken anzuziehen, beziehungsweise eine Hose anzuziehen, die normal lang ist. Aber es sieht trotzdem schön aus. Der Bürgermeister grinst schon. Wir können jetzt nur erahnen, was sie eigentlich spielt. Hi, Cameron. Oh, it's such a lovely day for a wedding, no? Well, Angus thought it would be lovelier in our consciousness center, but alas, Francis was quite set on a civil ceremony, it seems. I am honored that Angus and Francis have chosen me, their mayor, to preside over their special day. Angus, do you take Francis to be your lawfully married by me husband? I do. And Francis, do you take Angus to be your husband? I do. I now pronounce you husband and husband. Wie der Bürgermeister sich freut. Zu lieben und zu ehren. Viel Spaß bei der Hochzeit. Ja, da sind dann alle da, mit denen ich sowieso reden wollte. Das ist doch It was super. super nice of Angus and Francis to let me play at their wedding. Even if everyone was like staring at me and I was so nervous, I kind of wanted to throw up. Passiert, aber sie hat es ja super gemacht, denke ich mal, auch wenn ich nichts hören konnte. Wasn't that wedding ceremony great? I only wish I could have had me officiate my wedding to Mrs. Soft. That wouldn't have been legal, though. But maybe for our vow renewal. Oh je, oh je. I never married. Things were different in my day. Angus and Francis. Their stars aligned at just the right time. I'm glad for them. Oh. Nein, ich will nicht den Baum fällen. I do hope Angus and Francis decide to take a honeymoon at some point. Ja, das wäre doch schön. Na? We're married! Oh, I can't believe it! I'm Mr. Angus Seton Calderon! Francis couldn't believe that I sourced real island mangoes for the cake filling. Thanks so much for helping me keep it a surprise, Tara. Ja, kein Thema. Wasn't the wedding beautiful? I just need to nap now. For like a decade. Mir würde es ja schon reichen, wenn mein Zukünftiger hierbei wäre, aber ist er leider nicht so, wie ich das sehe. I am totally stoked for Angus and Francis. I think they're like the coolest couple. Plus, Angus made me some Ono malasadas once. Ja. Weddings here are so small, it's adorable. Back when my mum was trying to hire a matchmaker, she was planning 300 guests minimum. But that's typical back home. All the mums use their kids' weddings to show off. Just wasn't right for me. Boah, da würde ich wahnsinnig werden. Also ich habe damals geheiratet, da waren quasi 2,5 Personen anwesend zusätzlich. He's mine! And we couldn't have had better weather. I can't wait to see the photos. Nein, er gehört dir nicht, aber ihr seid jetzt verheiratet. Herzlichen Glückwunsch.
You know my favorite part of weddings? The open bar. I went to a dry wedding once. Once! My sister got married young and divorced soon after. Just wasn't the right match from the start. Sad to see something start out with hope and end in sorrow. Francis and Angus, though, I think they'll make it. Ja, aber was soll man sagen? Die Erfahrung muss man machen. Wenn man sie nicht gemacht hat, oh, mein hoffentlich zukünftiger steht doch oben rechts, sehe ich gerade. Oh, I love weddings. And that cake was divine. Mayor Soft did such a fine job officiating the wedding. He really takes an interest in his constituents' lives, you know? And the cake Angus made was very tasteful. And tasty. Ja, ja. I don't know Francis and Angus that well yet, but they seem like a perfect couple. Too bad I'll never find love like theirs. Ah, joking! Joking! Sort of. Da kann ich dir leider nicht beihelfen. Weddings are so boring. And then there's kissing. Huh. Mom says I won't mind kissing so much when I grow up, but no way! I don't want to get cooties. Ja, sowas ähnliches höre ich heute noch. I wish Angus and Francis could get married every day. Mom promised us each a new toy if we behaved and didn't make a scene. Oha, Bestechung, Bestechung. Aber Bestechung der guten Sorte. Moment, wir können hier direkt mal kurz gucken, ob wir hier noch was einsammeln können. Ich hoffe, die Gäste verschwinden jetzt nicht alle. Aber ich denke mal, das löst sich erst auf, wenn ich mit allen gesprochen habe. Nur bevor ich dann doch vergesse oder nachher gar nicht mehr hier im Wald bin oder sowas, dass ich noch was einsammeln muss. Francis and Angus are a fine young couple. I wish them well. I was married to my Helena for 50 years. I miss her every day. I know Otto does too. Ja, streng genommen ist er ja immer noch mit ihr verheiratet irgendwie, auch wenn sie halt nicht mehr lebt, ne? I love weddings. Everyone's so happy. And the flowers. Violet really outdid herself. Okay. It makes me so happy that one of my flock has found happiness. I only hope Francis joins him on Sundays. Oh, God. That was a nice wedding. Weddings usually give me the hives, just like... Everyone trying to outdo each other on social media. Like your marriage is somehow going to be better if you have 500 mason jars filled with fairy lights. Definitiv. Hallo, sollen wir die Nächsten sein? I understand why Francis and Angus chose a civil ceremony. Mehr sagst du mir nicht. Hallo. Aber ich will dich doch heiraten. Dann muss ich mit den anderen sprechen. I'm so glad the wedding is over. My sister's been a total stressball over the flowers. Maybe now she'll mellow out. Who am I kidding? Violet doesn't really do mellow. Oh, Parker's been working so hard on his wedding gift for Francis and Angus. He always has been a hopeless romantic. I still don't know why he picked me. Oh, wasn't that wedding lovely? Oh, don't mind me. Weddings always make me a little teary. Ich meine, wir dürfen die GR kommen, das ist ja okay, aber warum kommt die bitte in ihre Schmiedeklamotten, hallo? Woo, wedding cake! Nee, oder? Wie geil! Wir haben uns einfach mal eben ein Stück von der Torte gekrallt, auch nicht schlecht. Oh! Ja, hier können wir sogar drin stehen. aber schade. Noch mehr Schabernack können wir nicht machen. Ja. Heute Abend können wir dann auch wieder die Blumen holen. Ja, eigentlich können wir gar nicht mehr machen, ne? Sophias Prozess findet in 3 Tagen statt. Da müssen wir immer noch warten. Das ist erst in 2 Tagen fertig. Das müssen wir aber, glaube ich, nochmal gießen, ne? Ja, klar, das müssen wir nochmal gießen. Und viel Spaß bei der Hochzeit. Ja, pff, da ist ja sonst nichts mehr, ne? Ich bin mal die Erste, die dann schon mal geht. Tschüss, Leute. Oh, ich nehme aber auch noch das Holz mit. Nebenan findet eine Hochzeit statt und ich bin hier Holz am Hacken. Das ist auch nicht schlecht.
Oh, I love weddings. Am I sure I'm ready to leave the wedding? Last chance for cake. Ja, die habe ich ja schon genommen. Juhu, wir haben es abgeschlossen. War doch eine schöne Hochzeit, wenn auch sehr schnell, weil ich dann wieder gegangen bin. Ich glaube, die sind alle noch im Wald jetzt momentan. Hier ist nämlich auch gar keiner irgendwo am Arbeiten oder, naja, gut, zu Hause. Das sehe ich jetzt natürlich nicht. So, aber ganz, ganz wichtig, wir gucken jetzt als erstes mal danach, dass die Sachen hier gegossen werden. Ich will nicht wissen, wie lange das noch dauert. Ich will... Ach so, nee. Hä? Wieso muss ich die nicht gießen? Warum sind die schon gegossen? Das geht so nicht. So, machen wir nochmal Kürbis rein. Ich weiß ja nicht, wofür wir das brauchen werden. Und die Trauben, damit wir Wesley seinen Lieblingswein machen können. Oh, ich habe gar keine Trauben mehr. Nein! Ich brauche neue Trauben, neue Trauben, neue Trauben. Ja, oh, da hinten war noch gerade was mit Honig. Aber wir sammeln erstmal hier noch die Zitrone und die Äpfel. Und die maulenden Beeren. Ah, sehr schön. Die Oliven sind auch fertig. Ich war jetzt hier gerade am Gucken. Ich war etwas abgelenkt. Und ja, ich hatte recht. Dahinter ist noch ein Unkraut. Nein, nein. Oh. Nerv mich doch nicht. Nimm doch einfach das Unkraut. So. So, jetzt müssen wir hier aber nochmal eben gucken. Irgendwo war hier gerade der hier, ne? Nee. Nein. Ja. Oh, es ist kompliziert hier mit dem Honig. So, die hier, die sind aber alle noch nicht reif. Wenn da überhaupt irgendwas reinkommt, ich weiß ja nicht. Nee, da will ich nicht rein. Ich will auf die Seite, wo ich... Ja, okay, die sind aber trotzdem am Arbeiten. Okay. Dann können wir hier hinten nochmal eben... Können wir hier eigentlich was Neues reintun? Ja, perfekt. Die Blumen. Moment, die Blumen. Das war jetzt nicht für die... Nee, nee. Oder? Moment, jetzt muss ich doch nochmal gucken. Nee, aber ich glaube, ich brauchte die Samen, ne? Die Samen musste ich klein machen. Das war's, glaube ich. Was ist das hier? Natalias Geist, genau. Dafür brauchte ich Fenchelpulver und für das Fenchelpulver brauchte ich die Samen von dem Fenchel, ne? Ja, genau, das war's. Das mit den Blumen hatten wir davor gemacht. Aber irgendwie hatte ich das jetzt gerade noch im Kopf und ich denke so, hä? Musstest du da nicht irgendwas machen? Ich habe doch keine Ahnung. So, nochmal Äpfel. Sehr schön. Die Maulbeeren sind auch fertig, so wie die aussehen. Sehr, sehr geil. Dann haben wir auch wieder neue Blätter. Okay, perfekt. Noch ein paar Orangen mitgenommen. Und dann gucken wir nochmal eben... Drei, ja, fast vier Stunden. Okay, die sind auch noch nicht so weit, aber die müssten auch bald... Oh ja, am Ende des Tages. Sehr schön. Beziehungsweise am nächsten Tag. Ja, dann bleibt uns nicht viel zu tun heute. Es sei denn, wir können nochmal mit den Dorfbewohnern sprechen. Das weiß ich jetzt nicht. Das müsste ich jetzt nochmal ausprobieren. Ich schaue nochmal eben mit euch, ob wir hier noch was finden. Pilze haben wir auch noch hier. Oh, sehr schön, sehr schön. Da kommt mal so ein Tag wie eine Hochzeit und schon kann man hier wieder ganz viele wundervolle Sachen bekommen. Haben wir hier auch noch was oder war es das? Naja, okay, nochmal Holz liegt hier rum. Auch gut, das nehmen wir auch nochmal mit. So, aber ansonsten da oben liegt nichts mehr rum. Dann würde ich sagen, ich cutte das hier mal eben kurz und werde nochmal meine Tiere füttern. Kitty müssen wir natürlich auch nochmal schnell streicheln. Tiere füttern, oben nochmal im Wald gucken, was wir da noch alles haben. Und dann gehe ich nochmal zur Parallelwelt, sage ich mal. Und ja, nehme euch da wieder mit. Die werden dann, denke ich mal, auch über die Hochzeit reden. Bis gleich. So, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch nochmal mit Jiva sprechen.
Ah, oder wir können nicht mehr mit ihr sprechen, weil das von der Hochzeit dann quasi als normales Gespräch gilt. Okay, das heißt mit anderen Worten, wir können mit gar keinen von den Bürgern nochmal sprechen. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, weil normalerweise kann man ja unter Umständen nochmal also mit ihnen ein anderes Gespräch sozusagen führen. Ja, dann bleibt uns tatsächlich nichts anderes mehr übrig, als jetzt nochmal eben schnell in die Feenwelt zu reisen und auf dem Weg dahin harmlose Eichhörnchen niederzutrampeln. Es tut mir leid, es tut mir leid. Die laufen mir immer vor die Füße. So, dann gehen wir hier mal kurz hin. Und dann haben wir, ehrlich gesagt, auch schon wieder fast alles durch. Ja, es ist natürlich Montag. Oh, er ist schon wieder zurück, aber mit ihm können wir auch nicht mehr sprechen, oder? Können wir nicht mehr sprechen. Haben wir noch was, was wir ihm geben können? Nee, das war jetzt kaufen. Wobei, zum Freischalten mehr verkaufen, ja. Pergament. Ich habe 5 Stück. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gemacht habe. Ich müsste noch mal ein neues Pergament machen. Da habe ich nichts drin. Blaubeerenpastete. Das war, glaube ich, das vom Kuchen, kann das sein? Da habe ich leider nichts drin, was ihm gefallen könnte, weil er ja halt so auf Fleisch steht. Ja, dachte ich mir schon. Die anderen sind jetzt auch alle nicht da. Die sind jetzt alle unten. Dann gehen wir mal... Och, ich bleibe hier wirklich an jeder kleinen Stufe bleibe ich heute hängen. Gehen wir nochmal mit den 2 reden hier. Amira seems happy lately. Human temperaments shift so quickly, I could never keep up with her. Ach ja, ach ja. I don't understand why humans feel the need to move so fast. If you're only here for a short while, why not enjoy it like the animals do? Weil die Politiker uns nicht lassen. Die wollen nicht, dass wir die Sachen kostenlos bekommen. Die wollen nicht, dass wir nichts tun oder wenig tun, sage ich jetzt mal. Die wollen nicht, dass wir Freizeit haben und die wollen auch nicht, dass wir, wenn wir dann mal Freizeit hätten, sie dann genießen. Entsprechend können wir es leider nicht wie die Tiere machen. Mit euch darf ich jetzt wieder überall nicht reden. Schade, schade. Dann schauen wir nochmal eben hier unten, ob wir noch irgendwo Seetang. Seetang ist immer gut. Irgendwo was finden, was uns weiterhilft. Also sprich, was wir nicht gesucht haben, aber was wir gut gebrauchen können sozusagen. Ach, ich dachte, da oben ist was. Das sind diese Blätter, die hier rumfliegen. Was ist eigentlich... Ach nee, die kann man gar nicht machen, ne? Ich wollte gerade sagen, was wäre eigentlich, wenn ich den jetzt aus Versehen kaputt haue? Aber kann man nicht. Okay. So, hier ist sonst auch nichts mehr. In der Stadt. Ich bin gerade am Überlegen, müssen wir da noch irgendwas verkaufen oder so? Ich muss ja sowieso rüberlaufen, weil ich nochmal die Blumen, also die Mondblumen heute Nacht holen will. Achso, wir könnten eventuell nochmal zum Grab gehen. Das könnte sein, dass das jetzt wieder zurückgesetzt ist. Vor allen Dingen war es ja auch gestern Sonntag. Ja, perfekt. Nehmen wir mal Schwarzkümmel. Oder, nee, Moment, nehmen wir mal die Mohnblumen. I miss you, Grandma. Na, sie erzählt gar nichts von der Hochzeit oder so. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schade. Ja, dann bleibt mir wirklich nicht mehr allzu viel übrig. Dann kann ich jetzt die Zeit etwas vorlaufen lassen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal die Blumen heute Nacht einsammeln hier. Ich gucke, dass ich auch nochmal zum Hexenzirkel gehe. Ich weiß nicht, ob ich da eventuell eine neue Aufgabe bekommen kann. Entweder sehen wir uns gleich im Hexenzirkel wieder oder wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mich am Bett verabschiede. Bis gleich. Is it time for bed? Ja, und damit danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.